Das ist ganz schön hell hier, Freunde. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich wäre der Meinung, wenn es ein bisschen dunkler wäre, dann wäre das hier schon sehr schön, ne? Aber so hell? Nee, das muss nicht sein. Ich danke euch übrigens alle nochmal für die Kommentare und viele Tipps, die ihr mir gegeben habt. Unter anderem, dass man die Erfahrung hier oben rechts sieht. Das habe ich bisher nicht gewusst, aber jetzt weiß ich es. Dank euch, Dankeschön. Und, dass man hier irgendwie so fighten kann. Mit der Waffe. Irgendwie so wegspringen und zurück. Das geht, glaube ich... Weg mit dem Ding! Ja, ich will doch nur zeigen! Geht doch! Affengesicht, ey. Ist dich hier, Otto. Ich kauf doch nicht deine Rüstungsplatten. Sag mal, seid ihr ja alle komplett verblödet oder was? Das ist doch viel zu teuer. Nee, ich kann nicht ein Schild benutzen und dann noch wegspringen. Ja? Hallo, Sergio. Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Warum noch? Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Yay. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Mhm. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Dio. Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkeizelle, oder? Hafenkeizelle ist auch ein cooles Wort, ne? Der Mann in der Hafenkeizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Mimi. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Sag mal, ja, macht Sinn. Was soll das eigentlich immer mit dem Gold hier? Das ist doch totaler Quatsch. Die können bestimmt irgendwas Geiles damit machen, da bin ich mir sicher. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein, wenn ich bloß wüsste, wo. Hafenkai-Zelle ist immer noch ein sehr schönes Wort. Ich werde Romanovs Gold für dich finden. Sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Ich bin halt ein Guten. Ich weiß Nein, das. Nein, jetzt nicht. So, kann ich hier... Kann ich ihm einen lang? Kann ja meine neuen Fighting Skills einfach mal ausprobieren. Ich finde aber das hier, das ist schon Schummeln. So wie er das macht, ist das nicht richtig. Die haben mir übrigens gesagt, dass ich irgendwann... Ich denke, jetzt weißt du, wie es... die Parade eines Gegners durchbrechen kann. In ferner Zukunft werde ich das irgendwann mal schaffen können. Dafür brauche ich aber erstens Kohle, zweitens brauche ich Geld und drittens bin ich leider pleite. Deswegen kann ich das momentan noch nicht machen.
Was Lernpunkte angeht, bin ich gerade noch sehr gut bestattet, aber sonst 3 habe ich nämlich. Das ist gut, ich habe mehr. Nee, ich sag's jetzt nicht. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Okay. Erinnert mich bitte daran, dass nachdem ich dieses aufgezogene Gespräch gleich habe, nochmal hinten unter hier, ne, einmal drumrum und gucken, was da noch so ist. Hallo? Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Und ich wusste, dass er mich anlabert. Ich wusste es. Mach dich nicht so wichtig. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Weiß ich nicht. Erzähl mal. Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Oh mein Gott. Auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, so eine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Ich finde übrigens unseren Helden immer noch scheiße. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Ja, und dann? Was machst du dann? Dann fühlt sich stark, oder was? Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Mich interessiert schon, erzähl mal. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Wenn ich weiß jetzt, dass du den Zellenschlüssel hast. Du hast doch jetzt schon dein eigenes Todesurteil unterschrieben. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich, das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ja, genau. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit, sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Okay, ich versuche jetzt einfach mal drum rumzulaufen. Vielleicht ist hier ja was. Das sieht aus, als wäre es wichtig. Ich kann doch hier einfach rufen. Was ist denn das? Hallo? Hier ist ja gar nichts. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass da was ist. Kann unser Held eigentlich schwimmen? Mal gucken. Bestimmt nicht. Ja, er kann... Nee, er kann... Ja. Der läuft bei dir, Kollege. Habe ich jetzt Geld dadurch verloren? Ich weiß nicht. Ich wollte aber sowieso da mal zum Puff nochmal gucken. Ist das überhaupt der Puff? Ich weiß gar nicht, wo der Puff ist. Leute, mir erzählt ja auch hier niemand was. Wäre ja schon so lange dabei und keiner von denen erzählt mir, wo der Puff ist. Aber dass er nicht schwimmen kann, ist schon ziemlich eierig, ne? Also, wie sind denn meine Chancen, wenn ich ihm einfach reindrücken würde? Das möchte ich jetzt einmal probieren. So. Ach, das ist... jetzt habe ich... Ich dachte immer, das linke wäre der kleine Heiltrank und das rechte der große. Tja, da habe ich ja jetzt wohl Bist verkackt. Du Na, ja, Dick! Du willst dich prügeln? Oh, der Komm her! Dick ist doch wohl machbar hier. Oh. Ja! Ach, guck mal, ich kann sogar einen Ausfallschritt machen. Ich boxe ihn ins Hafenbecken, Junge. Das ist natürlich nicht geil, wenn man den Ausfallschritt so dämlich macht. So muss man das. Hey! Reicht dir das? Naja, warte mal, F9. Ich will laden. Das hat noch nicht geklappt, aber irgendwann klappt das. Wenn ich irgendwann mal stark genug bin im Schwertkampf, dann werde ich das so schaffen. Ich hoffe übrigens, das Schwertkampf ist hier wirklich kein. Ihr prügelt euch ja immer noch in den Kommentaren, was jetzt besser ist, Magie, Schwertkampf oder ob ich... Eine Bogenschießen sagt keiner von euch, ne? Das brauche ich nicht. Das ist Unsinn. Obwohl, jetzt habe ich schon wieder schlafende Hunde geweckt. Jetzt kommt ihr wieder an und sagt, oh, Medi, wieder hier, Bogenschießen ist auch eine feine Sache. Das kannst du auch mal machen. Ich würde sagen, da würde ich hier einfach mal einen Kurs hier bei,
Jochen Schweizer für dich buchen und dann kannst du schön mal hier Bogenschießen lernen. Genau wie Bier brauen und Sergio und Kloppen hier. Kannst du alles machen. So, jetzt gibt's erstmal Prostituierten-Spaß hier. Moin. Hier. Ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu. Erst das Gold, dann das Vergnügen. Bezahl mich bei Donna Sonja. Dann reden wir weiter. Ja, wo ist sie denn? Ist sie hier oder machst du hier nur Pause? Guten Tag. Bin hier, um ihren Adapter zu überprüfen. Jetzt geht's los. Raus! Hallo, war nur ein Witz. Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen. Carpaccio, ey. Dein Problem will ich mal haben, Junge. Ich habe das Gefühl, dass er langsamer lädt hier. Deswegen sollte ich nicht so oft hier quicksaven, quickloaden. Obwohl doch, ich muss ja jetzt hier den da. Gib mir den Preis runter. Vasilis Platten habe ich mir geholt. Ehrlich? Tja. Ja, dann gib mir doch einfach die 50 Goldstücke und ich bin zufrieden. Nö. Und du wirst dich in Zukunft an deine Abmachungen mit Luko halten. Ja, ich verspreche es. Dann würde ich sagen, komm mit nach draußen, wenn du ein Kerl bist. Komm mit nach draußen, wenn du ein Kerl bist. Du willst dich mit mir prügeln? Gut, gehen wir raus. Oh, ich glaube, jetzt habe ich hier den Teufel geweckt. Jetzt geht er ab. Steck die Waffe wieder ein. Ja, steck die. Guck mal, und alle jetzt Leute. Entspannen wir uns wieder. Ja, ich entspanne mich hier gleich mal richtig. Ingvar, wieso kommt die mit? Wo will er denn hin? So, dann zeig mal, was du kannst. Ich hau dich um, du Wurst. Ja! Du bist selber so eine Wurst hier. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Otto gewesen? Ehrlich jetzt. Der kann ja gar nichts. Hier. Carrasco will die zurück. Ach, ich muss alle gleichzeitig haben, oder wie? Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt dir nicht das, was ich dir zahle. Also vergiss Carrasco und bring mir, was ich haben will. Ich hab jetzt wie viel Platten? Zu wenig. Und wie viel muss ich noch? Wen muss ich noch verhauen? Händler? Nee, ich hab doch keine Händler hier. Hallo. Moin. Mann, hast du einen Schlag drauf. Verdammt, jetzt habe ich nichts mehr. Hoffentlich kann ich bei Patty anschreiben. Mi. Das hättest du mal vorher wissen wollen. Alter Schwede. Wo steckt Doyle? Ah, oh, das hatte ich ja schon mal gefragt und hatte dann nochmal geladen. Ich bin so ein gewitzter Typ. Aber vielleicht ist er dann ja nicht mehr. Ich hab dann... ja, ich hab das wahrscheinlich dann falsch gemacht. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Okay, jetzt weiß ich aber jetzt... Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel. Warte. Leto, erledigt, aktuell. Fälle für Fleisch. Dicks, Zellenschlüssel? Ja. Knastwache? Das ist ja alles hier wieder... Wie hieß denn der Typ erstmal? Schutzgeld Costa. Finde den Spitzel des Einbrechers. Aber guten Dinge sind drei. Ne, die drei Goldschalen, das ist mir viel zu teuer. Ja, sag mir doch gleich mal, welche Namen das sind. Oh mein Gott. Ich sage dir was, ja. Ne, das ist schon Buddy. Kann man das nicht so machen wie beim Gothic 1 und 2, wo dann wirklich nur ein Text da gestanden hat? Da war das so gut. Ja, wer hat die denn alle? Was für Jungs? Ingvar und Vasili, die haben wir ja. Buddy, ein Arbeiter aus dem Hafen, ja. Okay, aber Buddy, mit dem kann ich nicht reden. Der sagt ja dann gleich... Er will die abkaufen. Und wenn ich den dann versuche zu verprügeln, dann kommen natürlich die ganzen Jungs noch mit dazu. Oder
Weg mit dem Ding! Ich mach das einfach, ohne dass irgendjemand zuguckt. Okay. Duell mit Buddy geschafft. Hier einfach mal ganz geschickt hier hinter so eine Häuserwand gezogen und dann einfach... Na gut. Jetzt haben wir seinen Schlüssel und können in seine Wohnung gehen, die nicht da drüben ist, sondern hier. Ja, so viel weiß ich auch noch. Zeige mir, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man Feuer macht. Großer Mann. Okay, ran an die Truhe. Ist da... Ja, zwei Rüstungsplatten. Oh mein Gott. Das hatte ich ja ganz vergessen. Beide sind dabei. Okay. Ingvar, Vasili und Buddy. Die habe ich jetzt alle abgefloht. Reicht das? Habe ich mich jetzt hier wieder... Hier. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. Siehste mal. Und jetzt läuft das wieder hier bei mir im Schritt. Das ist gut. Jetzt kann ich hier wieder richtig Geld ausgeben. Das ist schön. Ja, zeig mir, wie man kämpft. Axt 2. Ich habe leider keine Äxte. Das wäre schon geil, ne? Ja, komm. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Ich zeige dir zu schlagen wie Oger. Du bist kein Oger. Du brauchst viel Platz, um ganz fest zu schlagen. Nimm deine Waffe und hau mit aller Kraft zu. Du musst ganzen Körper benutzen, sonst bist du zu schwach. Mhm. Das könnte ich jetzt theoretisch auch, aber ich habe nicht mehr genug Lernpunkte und ich habe ganz vergessen, dass ich ja auch noch Schlösser knacken lernen wollte. Und ich habe keine Axt. Ich glaube, wenn ich hier in die Richtung gehe, dann komme ich in Kürze oder in Bälde irgendwann, komme ich dann, nee, nicht hier, sondern da lang, komme ich zum Marktplatz und kann mir da eine coole Waffe kaufen. Rodriguez, was sagst du dazu? Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Nee. Na? Ja. Hast du sie das noch alle? Ich bin beeindruckt. Gut, das gibt wieder ein bisschen Geld. Und da mich hier alle Leute lieb haben immer noch, so ein bisschen Hauen ist dann drin. Ich will es nicht hören. Ja. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja. Ach, hier wollte ich ja hin. Hier wollte ich mich ja nochmal austoben. Ey, lass mich mal durch. Gibt es. Was hast du hier zu suchen? Das weiß ich auch gar nicht. Wie ist das eigentlich mit Leute verkloppen? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ist einer drin? Kann ich da reinpiepen? Mir geht's gut. Das und ist dir? Schön. Das freut mich. Wenn's euch gut geht, geht's mir auch gut. Irgendwo soll doch hier dieser eine Typ sein. Der ist bestimmt nur da, wenn ich hier mit meinem Informanten geredet habe, ne? Genau, so funktioniert das hier nämlich. Obwohl, da vorne ist jemand. Ich hoffe mal, ich kriege keinen Ärger, wenn ich hier reingehe. Kann das nicht noch warten? Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen, nichts weiter. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Ja. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Oh. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Ich muss darüber nachdenken. Bitte, verrate mich nicht an Sid oder Rodriguez. Wir werden sehen. Du wartest hier. Wehe, wenn du abhaust. Ich finde dich. Schon gut. Ich werde mich nicht bewegen. Gut.
dann haben wir jetzt schon wieder... Wir haben sehr viel geschafft heute, Leute. Wir sind gut. Wir sind im Laufen. Ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.